Hey, herzlich willkommen zu meinem allerneuesten YouTube-Workout. Heute machen wir einen Slider-Workout. Was das ist, wirst du schon noch gleich erfahren. Eines kann ich dir verraten, es wird intensiv werden. Aber du brauchst für dieses Workout kein extra Gewicht, also keine Hanteln, Gummis, was auch immer. Nur zwei Sachen aus deiner Küche, und zwar diese Küchentücher. Also einfach nur zwei einfache Küchentücher. Falls du einen Teppichboden im Haus hast, kannst du dasselbe mit zwei Papiertellern machen. Also wir machen einige Aufwärmübungen, dann legen wir los. Also springen erstmal Seil auf der Stelle. Weich auf den Füßen landen. Und mit den Armen drehen. Und jetzt Seite zu Seite. Spanne deinen Bauch schon an. Noch 4, 3, 2 und 1. Füße spreizen und wir gehen runter von Seite zu Seite. Dehnen die Innenschenkel etwas. Und jetzt dasselbe mit dem Arm runter. Noch 4, 3, 2, letzten. Sehr gut. Dann noch etwas mit den Armen kreisen, wärmen den Oberkörper etwas auf. Ja, du überlegst vielleicht schon, was wir mit den Küchentüchern machen werden. Die brauchen wir als Sliders. Also wenn du einen glatten Fußboden hast, brauchst du die Küchentücher, um da oben zu stehen. Wenn auf dem Teppich, dann auf Papiertellern. Sehr gut, bleiben stehen. Wir fangen gleich mit der ersten Übung an. Dazu nimmst du deine Küchentücher. Legst sie auf den Boden und steigst einfach mit den Füßen drauf. Und wir machen jetzt einen Skier nach hinten, also einen Lunge nach hinten schieben, hoch und anderes Bein. Okay? Achte darauf, dass dein vorderes Knie nicht bis über die Zehenspitzen kommt. Genau, sehr gut. 4, 3, 2 und 1. Super. Dann kommst du mit den Händen auf die Tücher und wir machen eine Plank mit Arme strecken. Also gerade Linie, du kennst die Plank schon. Einen Arm ausstrecken und zurück. Anderer Arm. Dasselbe kannst du natürlich auch auf den Knien machen. Ausstrecken und zurück. Spann deinen Bauch fest an. Noch 3 Sets, come on. Letzten. Sehr gut. Komm wieder zurück hoch. Steig auf die Tücher. Und wir machen einen Side Lunge, also zur Seite runter. Und hoch. Wir machen erst mit einem Bein, dann wechseln wir. 3, 4, schieb deine Hüfte nach hinten. Setz dich tief in die Ferse rein. Noch 2. Sehr gut, anderes Bein und runter. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, noch 2, 11 und 12. Super, dann setz dich hin. Stütz deine Fersen auf die Tücher. Stütz dich auf deine Hände, die Finger zeigen zu den Zehen. Komm hoch in umgekehrte Plank. Dann ziehst du deine Hüfte nach hinten durch
und wieder zurück hoch. Zurückziehen und hoch. Und Hüfte hochschieben. Come on, du schaffst das. Ich weiß, die sind nicht einfache Übungen, aber ich habe dich gewarnt. Ich sagte, es würde intensiv werden. Und es wird. Aber ohne Fleiß kein Preis. So, komm, noch drei. Zwei. Zieh deinen Bauch ran. Und runter. Sehr gut. Okay. Jetzt nimm die Tücher wieder zu deinen Füßen. Steig rauf. Und stütz dich mit deinen Händen ab. Für eine Plank. Wenn es dir zu hart ist auf dem Boden, leg dir einfach eine Matte nach unten. Komm hoch. Und wir machen den Bergsteiger. Ziehen die Knie abwechselnd ran und los. Und in Tempo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Komm, noch 5, 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Arme etwas ausschütteln. Und wir machen weiter mit einer Liegestütze. Dabei öffnen und schließen wir die Beine. Also Hände etwas weiter als Schulterbreit auseinander. Wir gehen runter, Füße kommen auseinander und hoch wieder zusammenziehen, okay? Runter und hoch. Einatmen, ausatmen. Sechs. Sieben, wenn du nicht ganz alle zehn kannst. Kein Problem. Neun. Noch einen. Sehr gut. Okay. Etwas verpusten. Und komm hoch. Lassen die Arme jetzt etwas ruhen. Und wir machen weiter mit den Beinen und den Po-Muskeln. Jetzt machen wir einen gekreuzten Lunge. Nach hinten rum. Und wieder zurück hoch. Andere Seite. Und hoch. Wechseln. Sehr gut, genau. Durchatmen. Hinten rumkreuzen. Noch drei Sets. Letzten. Sehr gut. Okay, nächste Übung. Kommen wir wieder in Plank. Ich weiß, hier sind sehr viele Planks, aber damit trainieren wir einfach so super den Körper, besonders die Körpermitte, zudem aber auch die Schultern und den ganzen Core. Also Planks sind über alles. So, wir haben viele davon. Nächste Übung ist eine gekreuzte Plank, also Knie kreuzen zum Ellbogen, ran. Ausstrecken, andere Seite. Dabei drehst du deine Hüfte. Halte deinen Bauch fest angespannt. Jawohl, mach weiter. Zieh deinen Bauch rein. Noch zwei Sets, komm, du schaffst es. Letzten. Super. Okay, wir machen eine kurze Wasserpause. Erholen uns etwas. Atme tief durch. Entspann dich etwas. Wir wiederholen nämlich das Ganze noch einmal. Aber das schaffen wir. Gemeinsam, glaube ich, kriegen wir das schon hin, nicht? So, wir fangen an. Du wirst vielleicht auch staunen, was man mit diesen Küchentüchern alles machen kann. So, ich glaube, ich kann dich schon noch gut quälen mit denen. Also, weiter geht's mit dem Skier nach hinten. Einen Schritt nach hinten. Hoch und wechseln.
Sehr gut. Ich nehme mal an, du spürst deine Beine schon etwas. Geh tief runter, come on. Noch 4, 3, 2 und 1. Komm runter in Plank. Und wir strecken die Arme abwechselnd nach vorne aus. Dasselbe kannst du auch auf den Knien machen. Bauch fest reinziehen. Halte durch, es wird schwerer. Mach noch 4, 3, 2 und 1. Super, komm zurück hoch. Für den Side Lunge, also runter, andere Seite. Hüfte nach hinten schieben. Das Gewicht ist in den Fersen. Machen noch einige Sets, come on. Letzten 4, 3, 2 und 1. Gut. Dann setzt du dich hin. Fersen auf die Tücher. Finger zeigen zu den Fersen. Komm hoch. Umgekehrte Plank. Zieh mit den Bauchmuskeln zurück durch und wieder zurück hoch. Durchziehen und hoch. Wirklich mit dem Bauch zurückziehen. Komm, du schaffst es. 9, 10, noch 2. Okay, letzten, come on. Oh, sehr gut. Okay, weiter geht's mit dem Bergsteiger. Dazu kommst du mit den Füßen wieder auf die Tücher. Komm in Plank. Und das machen wir in Tempo. Und los. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Noch 5, 4, 3, 2 und 1. Super. Etwas ausschütteln. Nächste Übung ist die Liegestütze. Und ich weiß, sie ist sehr schwer. Also, no kidding. So, wenn du 1, 2 oder 3 schaffst, ist sehr gut. Wenn du die 10 mit mir schaffst, noch besser. Aber arbeite dich rauf, okay? Es hat mir auch lange gedauert, bis ich die 10 Liegestütze konnte. Also, und das ist noch immer furchtbar schwer. So, komm, wir probieren es mal. Füße öffnen, runter und hoch. Runter und hoch. Bauch fest reinziehen. Ausatmen beim Hochkommen. Komm, noch 2. Letzten. Sehr gut. Okay, komm zurück hoch. Atme etwas durch. Etwas entspannen. Und wir machen den gekreuzten Lunge nach hinten. Also hinten rumkreuzen und hoch. Kreuzen und hoch. Dieses machen wir etwas langsamer und gehen ganz schön tief runter. Jawohl, mach weiter. Halte deinen Rücken gerade.
Schulter nach hinten drücken, Bauch reinziehen. Mach noch einige. Tief runter. Letzten zwei Sets, come on. Noch einen jede Seite, das schaffst du. Sehr gut, okay. Etwas entspannen. Deine letzte Übung. Also, gib mir dein Bestes. Deinen Plank Twist. Also, hier nehmen wir die Füße wieder rauf. Forme eine gerade Linie. Schultern bis zu den Knien. Jetzt Hüfte drehen, Knie zum gegengesetzten Ellbogen. Und wechseln. Auch dieses machen wir etwas langsamer, um uns wirklich auf die Bewegung zu konzentrieren. Eine super Übung für die Taille. Atme durch. Dies ist deine letzte Übung, come on. Gib mir noch 5, 4, 3, 2, noch einen und runter. Super, das hast du wirklich sehr gut gemacht. Komm hoch und wir entspannen uns etwas. Atmen tief durch. Sehr gut. Spreize deine Füße und geh runter zu einer Seite, dehne die Innenschenkel etwas. Zur anderen Seite. Und hoch. Nimm einen Fuß ran, nach hinten. Anderes Bein. Ranziehen. Und die Arme hinterm Rücken verschränken, nach hinten ziehen. Tief durchatmen. Dasselbe nach vorne. Sehr gut. Okay, das wär's für heute. Ich hoffe, dir hat der Workout gefallen. Wenn ja, kannst du hier unter dem Video mir einen Daumen hoch geben und auch gerne kommentieren. Zudem lade ich dich auch ein, auf meine Webseite vorbeizuschauen. Den Link dazu findest du auch hier unter dem Video. Da findest du noch eine Reihe Rezepte, Workouts, Tipps. Du kannst dich auch gerne für meine Newsletters einschreiben. Da kriegst du als Geschenk ein kostenloses E-Book, 5 Tipps für einen schlanken Körper. Also schau gerne vorbei.